Hey ho meine Lieben, heute mache ich einen Filet-Kohltopf und meine Zutaten stehen noch nicht alle fest. Das kommt eventuell dann im Laufe des Videos, was mir noch so alles einfällt. Jetzt zum Beispiel ist mir gerade wieder was eingefallen, muss ich noch holen. Und ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir in meine kleine aber feine Küche und leg mal los. Und an alle da draußen, wo nur noch meinen, die müssen, bringt selber Content. Naja, aber jetzt geht's los. Ja, ist doch wahr, Leute. Leute, wo gar keinen Content bringen, regen sich am meisten auf, führen sich auf. Und naja, Entschuldigung, aber das musste ich jetzt nochmal loswerden. Und jetzt machen wir hier schön weiter mit der kleinen, aber feinen Übersicht. Was haben wir an Gewürze? Salz, Paprika, Pfeffer und Kümmel gemahlen. Ich mag den gemahlen viel lieber, weil auf ein Kümmelkorn beißen, Kümmel brauchen wir auf alle Fälle, wächst im Kohl, wird der Kohl bekömmlicher. Dann habe ich hier wieder mein Öko-Bio-Hühnerbouillon. Ein Butterschmalz zum Anbrutzeln. Eine Restzwiebel, die reicht mir vollkommen aus. Dann habe ich hier eine feine Pilzmischung. Hat man es gesehen? Habe ich hier mir abgefüllt. Der Rest kommt wieder in Froster. Dann an Bacon, Knoblauch, ein Schweinefilet, Creme fraiche und Tomaten, Paprikamark. Jo, habe ich das Richtige erwischt. Gut, dann tue ich alles jetzt auf die Seite und tue erst einmal das Filet zurecht parieren und nach dem Schneiden sehen wir uns dann wieder. Naja, also ein bisschen das Zeug halt weggeschnitten, die Sehnen und was halt noch so dranhängt. So, das war's aber jetzt. Auf der anderen Seite auch größten Teil von dieser Haut weg. Na, da hängt noch was am Finger dran. Mensch. Dann schneide ich das einmal einfach in der Mitte durch. Gleich mal mit ein bisschen Salz, Pfeffer, Paprika vorwürzen. Ja, geh auf. Bevor ich mir jetzt hier 20 Mal die Hände wasche. Fleisch fertig, sauber machen, Kohl schneiden. Jo, und dann machen wir hier auch schon weiter. Jo, ich ist ein widerspenstiges Vieh. Wo ist das Blatt? Hauen wir gleich weg. Schneiden wir uns den Strunk raus. Ich weiß gar nicht, habe ich hier in meiner neuen Wohnung überhaupt schon mal was mit Kohl gemacht? Kann mich schon wieder gar nicht mehr erinnern. Weil ich bin echt, seit ich jetzt hier bin, echt gut in der Videoproduktion, würde ich mal behaupten. So. Aber was ich mich erinnern kann, dass ich das letzte Mal den Kohl relativ grob geschnitten hatte. Und ihr seht, heute mache ich das ein bisschen feiner.
schon ein bisschen arg wenig. Das sollte ausreichen. So, stellen wir auch hier rüber. Tja, und in meine letzte Schale schneide ich mir jetzt einfach noch Zwiebel und ein paar Zehen von dem Knoblauch rein. Und das schneide ich alles auch relativ klein. Was damit? Hier wird nichts weggeschmissen. Und wenn dann nur, wenn es nicht anders geht. Ich habe meinen Schaber immer noch nicht gefunden. Komisch. So, nun legen wir noch die Menge an Knoblauch fest. Naja, das reicht. Ja, den schäle ich jetzt, mache ich klein. Also, plopp, plopp, plopp. Schälen und dann einfach klein hacken. Halt, mir ist ja noch was eingefallen. Ich habe ja meine Knoblauchpresse auch noch gerettet. Also presse ich den Knoblauch heute. So. Den Rest popel ich jetzt noch schnell raus. Leute, dann können wir am Herd weitermachen. Tja, dann würde ich mal sagen, haben wir hier bis da drüben alles richtig schön aufgebaut, was ich benötige. So, dann stelle ich mal die Cam auf fest. Schalte gleich mal noch den Herd auf Volldampf. Ne? Volldampf ein, jawohl. Deckel runter, den brauchen wir erst später. Ach ja, da war ja was letztens mit den Butterschmalz alle. Natürlich postwendend eine neue Packung geholt. So. Und das allererste, was wir machen, den Butterschmalz schmelzen lassen. Okay, und dann braten wir das Fleisch an. Ja, dann gucken wir mal. Naja, es fängt schon leicht zum Brodeln an. Dann verteilen wir das gleich einmal schön am Boden. Tun es einmal von der Seite schön anbraten, bevor wir es dann wenden, und ich mache dabei mal mein Schüsselchen sauber. Allein hiervon steigt schon wieder ein Duft auf, dass alles zu spät ist. Boah, lecker. Ja, dafür bin ich ja berühmt, dass ich relativ ungeduldig bin mit dem Umdrehen von Fleisch und Co. Na. Aber jetzt wird erstmal fertig angebraten. Ja, und das reicht jetzt schon wieder. Ich habe jetzt auch den Herd schon wieder etwas runtergeschalten.
ab in die Schüssel. Oh, wie gern würde ich jetzt an einem Dutch auf dem Tisch stehen. Und das in einem Dutch-Ofen machen. Aber hilft ja nichts. Da muss man doch als Loch. So. Dann den Bacon. Zu dem Bacon tue ich jetzt einen ordentlichen Schwall von meinem Tomatenmark. Da war doch was. Diese Evalok-Tubenpresse, also hier steht, ist übrigens unten in der Kanalinfos verlinkt. Und Leute, das Ding ist eine geile Sache, kann ich jedem nur empfehlen. So, dann kommen wir zu dem Tomaten-Paprikamark auch. Tun wir das zusammen mit dem Bacon schön anschmorgeln. Und wenn gut, dann gut. Das entscheidet jeder für sich selber. Kommt das gleich mit in den Bottich mir hier mit rein. Nachher wird ja alles wieder zusammengefügt. Und dann darf es erst einmal ja, für mindestens eine Stunde vor sich hin simmern. Simmern hätte ich fast gesagt, ja. Dann tun wir hier jetzt die Zwiebeln mit dem Knoblauch rein und die Pilze. Und das Ganze ebenfalls schön anschwitzen. Das waren rein theoretisch bis auf mein Wasser, was da hinten steht, jetzt wirklich die ganzen Zutaten, was ich benötige. Mehr brauche ich da ja schon gar nicht mehr. Und ich für mich persönlich bin gespannt, ob ich das in 1, 2 oder 3 Tagen aufesse. Was ich jetzt natürlich außer Acht gelassen hatte, dass ja die Pilze gefroren waren, einen Haufen Wasser abgegeben haben. Zwiebeln ja sowieso, aber... Ja, mein Gott, das passt schon so. Einfach noch hier ein bisschen anschwitzen und dann kann es jetzt auch gleich in den Pott mit rüber. Ich könnte natürlich jetzt warten, bis die ganze Flüssigkeit verdunstet ist, aber das will ich auch nicht, weil da hängt jede Menge Geschmack mit drin. Einmal kurz 2 Minuten am PC gehoppelt und schon habe ich doch die Flüssigkeit alle weg. Schade drum, egal. Jetzt ist es doch schön angebrutzelt. Passt schon. So, jetzt brauche ich doch wieder einen Butterschmalz. Nehme ich jetzt auch wieder das Zeug vom Boden auf. Mann. Aber meine Küche, meine Sauerei. So, und da hauen wir jetzt den Kohl rein. Tun den auch einmal ordentlich anschmoren. Da müssen wir natürlich ja, jetzt wieder so halbwegs aufpassen. Und der restliche Satz unten löst sich nämlich auch dann noch auf, wenn noch das Wasser dazu kommt. So, von meiner Hühnerbouillon nehmen wir ein Würfelchen. Das legen wir schon zurecht. Dann kann ich nämlich den Rest jetzt schon mal anfangen zum Wegräumen. So, dann tun wir hier den gemahlenen Kümmel rein. Das entscheidet wieder jeder für sich selber, wie viel er davon reindonnert. Geschmäcker sind bekanntlich unterschiedlich.
sollte reichen für meine Bedürfnisse. Wenn es nicht schon zu viel war, aber das werde ich dann hinterher sagen. Ja, dann gießen wir mal mit ein klein bisschen Wasser an. Hier platzieren wir unseren Hyper Super Bio-Würfel drin. Der echte, den habe ich aus der Bio-Abteilung geholt. Dann kann der sich schon mal langsam auflösen. So, das lassen wir jetzt so für ca. 5 Minuten vor sich hinköcheln, bevor dann der, ja, der ganze Rest wieder reinkommt. So Leute! Genug vor sich hingesimmert, gewummert, gewumselt. Ja, nicht zu viel, sonst wird es wieder Suppe. Aber ich könnte es ja hinterher noch mit einer Mehlschwitze eindicken, wenn ich das dann möchte. Ja. Und jetzt alles mit hinein. So. Und für die nächsten 1,5 Stunden circa vergessen. 5, 6, oh, 6:30 kann ich in etwa essen. Eine Stunde und ein Viertel später, 18.15 Uhr, 16. Leute, ich habe jetzt Hunger. Ich habe sowas von Hunger und Kohldampf. Sieht gut aus. So, dann haue ich noch mein Creme Fraiche mit Gartenkräutern rein. Und auch wenn das jetzt ein bisschen flüssiger ist, das Ganze, das ist mir wurscht, ich habe es gerne ein bisschen soßiger sozusagen. Essen gekocht, ohne einmal zu probieren. Tja, gewagt, aber das hole ich jetzt nach. Man könnte noch ein bisschen nachsalzen. Ja komm, das mache ich noch. Aber ansonsten ist gut. Gut, Freunde, dann noch eine Minute vor sich hin wimmern lassen, simmern lassen, wimmern lassen. Und dann sehen wir uns an meiner Theke. Tada. Oh, fein, 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 fein. Ja. Oh, verdammt, Tee. Tja, schauen wir mal, wie viel ich esse. Mein Tellerchen ist gefüllt und ja, probierle. So Leute. Lecker, wirklich sehr lecker. Vom Geschmack her anders, als ich bis jetzt was gemacht habe mit Kohl, muss ich echt sagen. Aber ey, aber nicht schlechter anders. Das Zeug schmeckt richtig geil. Oh, wenn es bloß nicht so heiß wäre.
Ja. Wer was zu meckern hat, soll es bitte gerne unten in den Kommentaren tun. Und ansonsten hat es mir wieder Spaß gemacht, ein Video zu produzieren, Content zu produzieren, mir lecker Essen gekocht für die nächsten 2 oder 3 Tage. Und wem es gefallen hat, bitte ich ein Däumchen nach oben, freundliches Kommentar, Abo ist alles wirklich sehr gerne gesehen. Ja, zu den Zutaten. Warum sollte man nicht tiefgefrorene Pilze nehmen? Die sind auch nicht schlechter als selber frisch gesammelte. Definitiv nicht. Und alles andere einwandfrei. Tja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Wie komme ich jetzt da drauf? Nein, sonst sage ich immer, wir sehen uns dann. Gut, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und Joykowski, bis zum nächsten Mal. Ja, mal schauen, was wir dann machen. Noch habe ich keine Ahnung. Ich lasse mal jetzt schmecken und Joykowski.